Leandro Profico, Rappi, eines von den Teams, die die Verteidiger treffen wie die Wahnsinnigen. Heute das 13. Goal, Verteidiger Goal, du hast es gemacht. An was liegt das, dass für euch die Verteidiger Schüsse so reingehen? Ja, es liegt an allem. Ich glaube, die Schürmer machen einen guten Job vor dem Goal. Wir finden die Linie auf das Goal und dann, ja, vielmal ist halt auch ein Glück dabei und ich glaube, das haben wir jetzt momentan. Heute hat er euch das Glück in Lugano erkämpft gegen einen Gegner, der gestern gespielt hat. Inwiefern hat das einen Einfluss darauf, wie in das Spiel reingegangen seid? Ja gut, wir haben nie gespielt. Ich glaube, das war eher ein Nachteil für uns. Aber es war recht ausgeglichen. Schlussendlich eine Strafe wahrscheinlich in den Match entschieden. Ja, zwei Powerplay-Goal für Rapperswil. Das ist etwas, wo man sich noch steigern kann in dieser Saison. Was muss da passieren? Ist das, kann man da heute etwas mitnehmen aus den Goals, die gefallen sind? Ja, also bei unserem Powerplay ist es sicher jetzt positiv, dass wir einen gemacht haben. Ja, und schlussendlich gibt es jede Mannschaft spielt anders Powerplay. Da gibt es darauf zu reagieren. Und ja, also aus jedem Match kann man etwas lernen. Alles klar, perfekt. Gut. Merci für mal.